Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 2 mit mir, Torvoy P. Heute am Freitag. Ja, das letzte Mal haben wir hier diese komische Diebin da gerettet, die sonst gestorben wäre ohne uns wahrscheinlich. Oder zumindest, weiß ich nicht, eingekerkert worden wäre oder so. Gebt sie her. Für den Rest des Weges nehmen wir das Boot. Und jetzt übergeben wir sie hier irgendeinem, der sich wohl um sie kümmert. Ja, dann können wir jetzt wohl gehen, ne? Geht. Ich übernehme die Wachen. Boah, wieso muss ich das denn jetzt alles machen? Mhm. Erstmal ins Wasser springen, ne? Wer ist jetzt Ugo? Dam, dam, dam. Tot? Bam, Junge. Wieso genau habe ich keine Waffe draußen? Okay. Noch irgendwann, der Stress will. Du willst Stress, was? Ja, hallo? Ja, und tot. Ich bin nämlich die ING-Diebe. Nee, Volksbanken, Raiffeisenbanken. Die machen das, ne? Ach so, Entfernung zum Ziel verringern, ne? Mach den Weg für mich frei. Aber ich darf nicht vorlaufen, ne? Ist jetzt okay? Vielen Dank. Oh ja, schießt. Schieß du mal, komm. Alter, willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Ja, kannst du nicht mal... Will er mich gerade verarschen? Ja, so. Wen denn? Oh. Bam, das war der eine. Und bam, das war der andere. Was? Du willst sterben? Okay. Was? Hat er mich gerade geblockt? Du kannst meinen Angriff nicht blocken, Junge. Wer bist du? Sie schießen auf uns. Oh fuck, das sind zu viele. Weg da! Nur die wichtigsten töten. Ja, ist gut. Es reicht ihm einfach nur ein Messer reinzudrücken. Du musst ihn nicht noch hinlegen. Alter, wollt ihr mich verarschen? Oh ja, nee, er nicht. Er ist tot. Was? Entfernung zum Ziel verringern? Alter, ich werde doch angegriffen. Chillt doch mal. Dam, dam, dam. Ach so, ganz da oben, ne? Ne, kannst du mich da jetzt mal rauslassen? Danke. Will ich auch gar nicht, glaub mir. Jo. Muss ich hier lang? Oder muss ich da runter? Man weiß es nicht, ne? Ich sehe aber auch nicht, von wo die... Leck mich doch am Arsch. Man weiß aber nicht, von wo die Pfeile kommen. Diese Frau, die will, dass ich hier helfe. Die plagt mich, und zwar gewaltig. Als ob ich das schaffe. Klar schaffe ich das. Ich fall immer ins Wasser, Junge. Der lernt aber auch nichts dazu. Ich dachte, er wäre Assassine. Ganz schöner Noob für einen Assassinen. Vor allem, wie lange. Warum wollen die eigentlich die ganze Zeit an der Küste langfahren?
Hä, wo sind die lang? Lol, wo sind die lang? Da bin ich wohl ein bisschen zu weit vor. Hä, wo sind denn die jetzt hin? Ach so, darunter, ne? Klar doch. Oh, da ist einer gestorben. Ja, das tut mir jetzt natürlich leid. Nicht. Er ist tot, Idiota. Beten kannst du später. Auf, Codemonio. Ich muss zu Antonio. Vorsicht. Lass mich das machen. Geht und sucht Antonio. Jesus, Hugo, tu, was er sagt. Jetzt geben wir schon die Neuen die Befehle. Ja, warum auch nicht? Bin ja auch cool. Hey, hey. Aufwachen. Ja, und wo lang? Wir brauchen Hilfe. Wo ist Antonio? Macht euch nützlich. Schafft Platz für sie. Legt sie dort ab. Okay. Ich weiß nicht, wie schlimm ist denn, dass das hier am Pfeil jetzt hat. Ich meine, die stirbt doch nicht davon, oder? Wo sind wir? Daheim. Hilfe ist auf dem Weg. Dank. Rosa, was ist passiert? Hol einfach das Ding da raus. Bald, bald. Sehen wir uns das erst an. Sauber ein- und ausgedrungen. Das ist gut. Hol ihn raus. Rosa, wir müssen aufpassen, dass... Sofort! Wie du willst. Sag nichts! Oh, Junge. Tut mir leid, Piccola. Piccola, schieb dir dein Mitleid in den Hintern. Geh, hol Bianca. Mach schnell. Ihr müsst mir helfen. Wie? Nehmt ein sauberes Tuch. Ja, machen wir. Wenn ich die Hand wegnehme, drück den Stoff in die Wunde. Seid ihr bereit? Welche Taste denn? Jetzt. Ah ja, mit der gleichen. Oh, Caputana! Ben Fatt, ihr arbeitet gut unter Druck. Sie hat Temperament, die Kleine. Avanti! Bringt sie hinein, damit Bianca die Wunde schließen kann. Das wird wieder. Das Schlimmste ist vorüber. Ich wünsch dir die Pest, du Bastard! Dir und deiner dreckigen Hure von Mutter! Was haben die für Probleme? Rosa ist mir sehr wichtig. Würde ich sie verlieren? Ich hatte immer eine Schwäche für Frauen in Not. So sagt man. Tut nicht so überrascht. Wir wissen alles über euch, Sir Ezio. Über eure Arbeit in Florenz und in der Toskana. Gute Arbeit, wenn auch etwas ungeschliffen. Dann wisst ihr, warum ich in Venedig bin. Ich ahne es. Wenn ihr eine Minute habt, kommt in mein Büro. Wir haben etwas zu besprechen. Okay. Machen wir doch mal. Avanti. Ezio. Prego. Kann ich euch etwas anbieten? Biscotti und Kaffee. Was ist Kaffee? Ein interessantes Gebräu, das ich von einem türkischen Händler habe. Hier, kostet doch mal. Okay, der kennt Kaffee nicht. Etwas bitter, wenn ihr mich fragt. Irgendwas fehlt da noch. Ich weiß nicht, habt ihr es mal mit Zucker probiert? Oder Milch? Ich schätze, es ist eher etwas für Kenner. Aber genug davon. Wo waren wir? Der Fehlschlag am Palazzo wirft uns zurück. Davon müssen wir uns erst erholen. Sicher wird Emilio die Zeit nutzen, seine Verteidigung zu stärken. Und die Unterdrückung des Bezirks fortsetzen. Wir haben nicht dieselben Motive, aber wir haben dasselbe Ziel. Sammeln wir unsere Kräfte und versuchen es erneut. Übereilte Taten bringen nur weitere Verluste. Nein, wir müssen abwarten und neue Pläne schmieden. Ich kann nicht untätig herumsitzen und warten. Nun, das müsst ihr nicht. Arbeitet mit uns. Meine Männer rappeln sich bereits wieder auf. Geht zu ihnen. Sie werden euch beschäftigen. Die soll mir mal zeigen, wie sie diesen geilen Sprung gemacht hat, den ich nicht geschafft habe. Oder wo er meinte, den schaffe ich nicht. Molto bene, Messere. Akzeptiert.
Eine weise Entscheidung. Na gut, Diebesgilde. Wo haben die denn hier ihre Glyphe? Hey komm, wieso haben die alle ihre Glyphe so krass versteckt? Ja, springen. Nein, nicht. Okay, dann nicht. Ja, wo haben die jetzt diese Diebesgilde? Hey, Alter, gibt's hier viele Ausrufezeichen. Ja, komm, sag mir mal hier, was geht denn bei dir? Salute, Rosa. Ihr scheint euch gut zu erholen. Wie gefällt euch Venezia? Die Stadt hat Charme. Aber wie könnt ihr mit dem Gestank leben? Ekelhaft. Also? Was führt euch zu mir? Ich habe gehofft, ihr könntet mir bei etwas helfen. Und das wäre? Ich möchte so klettern lernen wie ihr. Oh. Va bene, das kann ich tun. Nun, ich nicht, aber Franco kann. Franco, beweg deinen Hintern. Zeig Ezio, wie man die Spitze des Gerüsts erreicht. Oh ja, hab ich ja eben versucht. Beginnt in einer hängenden Position. Dann springt zur Kante über euch. Erreicht ach ja, genau. Ja, wie so ein Affe. Und zieht euch hoch. So, gesehen, wie es geht? Ich glaube ja. Wie so ein Kletteraffe. Versucht es selbst. Ja, machen wir mal, ne? Affen machen alles nachher. Ja, wirklich wie so ein Affe. Die Technik Klettersprung. Was? Die Technik Klettersprung von Rosa Alan. Ja, klar. Gerne. So, wie wollte sie das jetzt machen? Im auffälligen Modus. Nach oben bewegen. Und beim. Was? Drücken und beim Klettern springen. Springt, Ezio! Aha, ja. Okay. Nein? Moment, so. Greift am höchsten Punkt nach der Kante. Das ist ja cool gemacht. So, wie war ich? Es gibt bessere. Ah, ihr trefft mich mit euren harten, harten Worten. Na gut, Angeber. Stellen wir euer Können auf die Probe. Ach nö. Ich bin ganz Ohr. Muss das sein? Kirche. Was für eine Kirche? Ja, Gott, machen wir noch. Oder lass mal Schluss, ich weiß gar nicht, wie lange die Folge schon geht. Und zwar ist falls mein Zeitgefühl eh wieder so, dass ich denke, wir hätten schon viel zu lange aufgenommen, dabei ist es noch gar nicht so lang. Aber wer weiß. Okay, was ich soll jetzt zu dieser Kirche? Ja, machen wir mal, ne? Wenn ich wüsste, wo ich dazu lang muss. Okay, also ich habe das Gefühl, mit den Dieben werden wir uns noch ganz gut stellen. Naja, die sind gar nicht solche Idioten, wie ich dachte. Ah, leck mich. Niemand ist hier. Hm, genau. Spring erstmal ein fettes Stockwerk runter, ne? Na? Ist das diese Kirche? Ja, das ist die Kirche, glaube ich. Die ist so groß. Wo ist da genau das Heu? Genau, da fehlt das Heu oder was? Hammergeil. Ja, was willst denn du jetzt? Geh weg. Sie haben mich alle mal nur. Ja, fall runter! Kein Ding. Ganz normal. Warum wissen die jetzt schon wieder von einem Assassinen? Das geht doch gar nicht. Die, woher? Mann. Soll mich mal in Ruhe lassen. Labern die schon wieder irgendwelchen Scheiß über mich, dass ich irgendwelche schlimmen Sachen mache? Stimmt doch gar nicht. Dam, dam, da, da, dam, da, 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 boom! Oh, ich dachte, es wird stylischer. Egal. Okay. Ciao. So.
Gucken wir mal. So, kann man hier oben runterspringen? Oh ja, da. Sehr schön. Diesmal war sogar heim. Da, wo es hingehört. Ist sie das? Ja, das ist sie. Okay, dann mache ich das nächste Mal die Mission bei ihr. Und ich würde sagen, bis dahin. Ciao.